Müde. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blacky ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon seht, wir haben richtig geiles Wetter. Das heißt, wir machen Reaction-Video. Genau, so sieht es nämlich aus. Hast du Bock, David? Ja, klar. Ich habe mal wieder richtig Bock. Das letzte Reaction-Video ist über 2 Wochen her. Wir machen ein bisschen was Geiles, ein bisschen Win, ein bisschen Fail, ein paar geile Shots. Ich bin gespannt, was wir zu sehen kriegen. Wir haben da uns schon unseren Platz aufgebaut und ich würde sagen, wir starten, oder? Yes! Let's go! Mein Arm sieht so dünn aus hier. So, und wir starten mit dem Video. Hier, wir haben heute eine Win and Fail Compilation. Der will er doch nicht rüberballern, oder? Mit einer Harley. Die geht safe Schrott. Safe geht die. Wow! Digga, guck mal, wenn er jetzt aufknallt. Guck mal, pass mal auf. Hä, seine Beine. Hast du seine Beine gesehen? Krank. Okay, also oben wird schon verraten, was passiert. Das kenne ich, das ist richtig geil. Vor allem, das war irgendwie eine dicke Red oder so. Ja. Oh, juch! Boah, der Sound in dem Tunnel. Hoho, das war locker 200 noch was, oder? Ganz easy. Boah, ja, Digga. Die in New York sind so krank. Guck mal. Mit diesen Swerven. Krank. Hätte ich das früher mit dem MTB gekonnt. Nee, guck mal. Hey, schon wieder meine Farbe hier. Auch mit T-Shirt und Hose passt alles. Ja, diese komischen getunten Roller. Das sind nur die so T-Max. T-Max-Roller. Die sind richtig schnell. Ja, aber die sehen trotzdem scheiße aus. Was passiert hier? Die Schampo. Boah, hier jetzt hier Wheelie ohne Schutzkleidung. Oh, ist immer. Das kann, also das kann ich nicht ansehen, sowas. Nee. Auch wenn das kann, aber es ist halt trotzdem dumm. Ja, weil ich schon die offenen Beine sehe und bei ihr die Füße und so. Uiuiui. Da ist das Sprunggelenk ganz schnell durch. Was machen die denn da? Krank! Hä, hey, was ist das denn? Geil! Ja, Digga, richtig. So was brauchen wir auch, oder? Wäre das cool. Ja, Mann. Voll geil. Da war sogar so eine Whippe. Ja. Digga, was ist das denn? Oh! Was ist das schon wieder für ein Video? Es passieren nur so komplett gestörte Sachen. Junge, guck mal. Alter, das ist geil. Wenn er einmal zu viel bremst, er knallt direkt vorne rüber. Instant. Wirklich instant. Heftig, das ist echt. Das ist nochmal aus der anderen Sicht, ne? Es geht halt auch richtig gut bergab. Das ist halt sein Vorteil. Deswegen kann er den so lange ziehen. Hä, wo fährt er hin? Alter, das ist schon ein heftiger Skill. Boah, Digga, wie doof. Ich bin so ein ekelhaftes Schlammloch. Junge. Vor allem wie das jetzt, aussieht. Das ist ja der Balance Point. Überleg mal, der ist fast bei 12 o'clock und das ist der Balance Point. Sieht komplett weird aus, oder? Ja. Was macht der denn jetzt? Digga, der sieht doch nix. Schleift immer ein bisschen, hörst du das? Ja, ja. Der jetzt wieder ohne Helm. Ohne Helm finde ich einfach kacke. Ja. Das ist nicht geil. Also Helm gehört immer dazu. Selbst einmal die Straße hoch und runter, dann Helm anziehen. So ein Mini-Pitbike auch, ne? Ja. Krank. Guck mal. Stimmt immer wieder auf. Wahnsinn. Oh! Ein Trial. Ja, das sind auch solche Skills. Das ist wie geht das? Wie geht das?
Ich könnte nicht mal zu Fuß auf den Baumstämmen hin und her springen. Aber er wahrscheinlich auch nicht. Ja. Boah, ist das steil. Was? Boah, da kriegt man richtig Gänsehaut. Digga, der fährt einfach eine steile Mauer hoch. Ja, einfach so ein 3 Meter Stein hoch. Das ist abnormal. Ja, was ist das für eine Kontrolle? Was? Junge, geil. Ich kann mir das den ganzen Tag angucken. Der hüpft darauf rum. Ja, das kenne ich. Ah, jo. Vollkommen übertrieben. Warum muss er denn die Waffe ziehen? Was ist das für eine Kartoffelqualität, ey? Was? WTF. Ja, was, womit wurde das hier alles gefilmt, ey? Toaster. Halt die Schnauze. Tränengas. Nur diese illegalen Group Rides und so, ne? Boah, krank, wenn ich das schon sehe, wie die Gas geben. Oh Mann, ey. Hauen die ab, oder? Ich wollte fragen, wie klar. Junge, dumm. Der hat auch noch grün, weißt du? Boah. Hast du gesehen, wie knapp das krank, an der G-Klasse unten drunter vorbei ist? Der hat die nicht berührt, glaube ich, oder? Nee. Ja, das finde ich halt nicht so geil. Weißt du, auch dieses Ride of the Century und so. Das ist halt legendär, aber die fahren halt, die blockieren halt alles. Wenn ich da ein Autofahrer wäre, würde ich auch denken, was ist das für eine Scheiße jetzt? Ja. Ist halt ein bisschen over the top. Boah, ist das krank. Boah, was? Der Baum ist runtergekommen. Junge. Krank. Digga, der hätte nicht ausweichen können. Was? Also GSX-R mit verlängerter Schwinge gegen so ein Cruiser-Bike. Er macht gar nichts, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Cruiser gewinnt. Ja, ich irgendwie auch. Weil sonst wäre das Video ja nicht geil. Stell dir vor, der würde den jetzt abziehen. Dann ist so, ja, hätten alle erwartet. Das ist doch David gegen Goliath. Der so, bist du sicher, dass du gegen die Tausender GSX-R antreten willst? Das ist doch fake. Ja, der hat doch nicht richtig durchgeladen. Und schön. Ohne Schutzkleidung. Ja. Krank, er springt direkt wieder auf. Voll unter Adrenalin, direkt wieder drauf. Oh! Shit. Zieht er den? Schiebt den. Er stößt sich mit dem Fuß hin. Beste Leben, Fahrer ist komplett im Arsch. Ich dachte, es geht um die Flasche, die da rausgeflogen ist. Ja. Was ist jetzt passiert? Ja, ist Smart Repair, dann kann man das wieder fixen. Digga, das Ding ist Kernschrott.
Dann noch zu zweit, das würde ich nie machen. 300, Alter, was? Ja, was für eine Autobahn. Und dann noch in der Türkei, ist safe illegal. Wie der andere da vorne weiter wegzieht, der Mann. Der Tank ist gleich leer. Da ist noch einer! Das ist schon echt heftig. Das ist schon echt krass, guck mal die Autos da, als würden die stehen. Wenn du nicht in Deutschland bist, dann rechnet ja auch wirklich niemand damit. Ja, das ist halt das Gefährliche. Also dreispurig in Deutschland, endlos. So, das war's mit dem Reaction-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was wir da mitnehmen aus dem Video ist wie immer Schutzkleidung tragen, nicht zu schnell filtern, nicht wie Geistesgestörte im Straßenverkehr fahren. Hä? Teilweise machen die Leute Sachen, da denkt man, es kann nicht wahr sein. Und jetzt würde ich sagen, genießen wir das restliche Wetter tatsächlich und fahren noch ein bisschen Bike, oder? Guck mal, wie geil das hier in der Sonne glänzt hier. Oh. Schöne Kaltnarbe, geiles Teil. Kann man mal jetzt schon wieder putzen. Guck mal, wie staubig das wird. Boah, guck mal hier. Digga, es geht schnell. Es geht schnell. So ein Bike bedarf Pflege. Wir fahren jetzt eine Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Peace und haut rein in den Landratten.